Hallo, schön, dass Sie wieder reinschauen bei uns. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum aktuellen Neueinsjournal. Zum Start in den Oktober beenden wir mit der DAK Wasserwacht die Badesaison am Tollensesee. Wir empfehlen Ihnen ein Kunstprojekt hier bei uns auf dem Neubrandenburger RWN-Gelände und wir besuchen die arabische Naturheilmassage der Familie Kisaf. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick in die Residenzstadt Neustrelitz. Unter dem Motto People not profit gingen rund 150 Menschen in Neustrelitz auf die Straße, um zu protestieren. Im Rahmen der Fridays for Future Bewegung demonstrierte die Ortsgruppe Neustrelitz für mehr Klimaschutz, für erneuerbare Energien und die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Bundesweit wurde an diesem Tag auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht. In Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Rostock, aber auch in kleinen Städten wie hier in Neustrelitz. Warum es so wichtig ist, auch in kleinen Städten auf die Straße zu gehen, ist, dass einfach jede Stimme zählt. Jeder Mensch, der sich irgendwie mobilisieren kann, ist wichtig in dieser Bewegung. Einige von ihnen richteten das Wort auf dem Neustrelitzer Marktplatz an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Sie machten auf die immer häufiger werdenden Klimakatastrophen wie Überschwemmungen, Hitzewellen oder Trockenheit aufmerksam. Es geht um die Zukunft, um die Klimazukunft und deswegen ist es gerade wichtig, dass unsere Generation, die noch so viel Zukunft vor sich hat, sich einmischt und versucht, die Situation zu verbessern. Ich habe Angst um meine Eisschollen, um meine Eisberge, um meine Lebensgrundlage. Ja, deswegen bin ich hier und schwitze. Es gibt im Moment so multiple Krisen, aber das ist so mit die wichtigste und die grundlegendste und deswegen bin ich heute hier. Es ist halt wichtig, dass es stört, dass es auffällt, dass wir da sind und dass wir unsere Forderungen halt sichtbar machen. Und auch der Stadtpräsident lobte das Engagement der jungen Menschen und machte ihnen Mut. Also ich bin total begeistert. Ich finde das so wichtig, dass sich die Jugend einsetzt. Ich habe eben zu den Jugendlichen schon gesprochen, habe gesagt, macht das weiter. Hört nicht heute Abend auf und seid zufrieden mit euch, sondern macht weiter. Wir haben hier einen Jugendbeirat, engagiert euch und dann können wir vielleicht auch über die Stadtvertretung irgendwas erreichen und das nach oben, nach außen und nach oben tragen. Das wäre natürlich ideal. Und je mehr Jugendliche wir bekommen und die sich dafür einsetzen, ich glaube, desto mehr Schlagkraft haben wir auch. Nach etwa einer Stunde endete die Veranstaltung friedlich. Es wird mit großer Sicherheit nicht die letzte dieser Art gewesen sein. Der Herbst ist da und inzwischen lädt der Tollensesee eher zu Spaziergängen am Ufer entlang ein als zum Baden. Zumindest wohl die meisten von uns. Offiziell ist die Badesaison jedenfalls beendet. 8 Uhr morgens am Neubrandenburger Yachthafen. Arbeitsbeginn für Frank Dorgelow und Stefan Krebs von der DAK Wasserwacht. Es ist einer der letzten regulären Einsätze in diesem Jahr, denn die Badesaison ist beendet. Die Rettungsschwimmer sind von den Stränden abgezogen. Viele Kollegen werden nun an anderen Stellen zum Einsatz kommen, etwa im Ordnungsamt der Stadt Neubrandenburg. Zum Abschluss der Saison gilt es nun, die Bojen einzuholen. Unterstützt werden die beiden Herren von Schwimmmeisterin Andrea Voss, die am Steg des Augustabads an Bord kommt. Hier hat sie in der Saison die Badeaufsicht geleitet. Eingekleidet in eine Watthose wird sie heute die Bojen an Land ziehen. Guten Morgen alle miteinander. Der Weg über den See führt zur Badestelle Buchort. Zwar sind in Buchort während der Badesaison keine Rettungsschwimmer vor Ort. Zum Schutz der Badegäste vor dem Bootsverkehr markieren aber auch hier 4 große Signaltonnen den Schwimmbereich. Boote haben innerhalb der abgegrenzten Wasserfläche nichts verloren. In Buchort fällt das Seeufer relativ steil ab. So finden sich die Gewichte der Bojen in etwa 7 Meter Tiefe. Erst nah am Ufer kann Andrea Voss die Bojen vom Wasser aus an Land ziehen. Frank Dorgalo kommt die körperlich schwere Arbeit zu, die Bojen frei zu bekommen. Circa 25 Kilogramm hängen am anderen Ende der Kette. Das Bojenziehen ist von daher schwierig, dass sich die Gewichte ja eingeschlemmt haben in den Boden und die man ja erstmal locker ziehen muss. Und das ist aber wichtig, dass die Gewichte schwer sind. Ansonsten haben wir auch schon viel gehabt, dass Jugendliche entweder an den Bojen runtertauchen, die Bojen abmachen, beziehungsweise wenn die Gewichte zu locker sind, dass die Bojen über den gesamten See treiben und dann den Schiffsverkehr beeinträchtigen. Oder man sie nicht mehr finden kann, wenn sie komplett weggekommen sind. Also
Es ist schon ein kleines bisschen körperliche Arbeit mit dabei. Okay, nächste Boje. So kam es schon mal vor, dass eine der Tonnen von Buchort sich auf den Weg zum Augusterbad machte. Bei hohem Wasserstand und starkem Wellengang kann es passieren, dass der Auftrieb der Tonnen die Gewichte ins tiefere Wasser und dann weiter auf den See zieht. Wanderbojen sind auf dem Tollensesee aber eher eine Seltenheit. Irgendwie scheinen die schwerer zu sein. Die haben vernünftige Gewichte dran, die liegen in dem Sinne sicher und haben auch eine kleine Pufferzone in ihrer Kette drin, in ihrer Kettenlänge drin, somit, dass die nicht oft woanders sind. Sie sind schon eigentlich da, wo wir sie im Frühjahr auch ablegen. Das Wetter zeigt sich heute recht beständig. Die Bedingungen fürs Bojenbergen sind relativ gut. Noch hält der See eine Wassertemperatur von ca. 15 Grad. Einzig der kalte Wind streicht durch die klammen Klamotten. Wenn die Temperaturen fallen und ein kalter Winter einsetzt, steigt die Gefahr, dass Bojen von Eis abgetrieben werden. Naja, sollte der See zufrieren, wird es kompliziert, ne? Dann gehen die Bojen kaputt, drückt sie hoch und deshalb nehmen wir sie jedes Jahr rein. Wir müssen ja auch die Ketten überprüfen, ob das okay ist. Nicht, dass die Ketten, die da mal durchgeschuppert sind und die dann abtreiben. Dann müssen wir die Boje irgendwo auf dem See suchen. Und deshalb nehmen wir sie rein, warten sie Winter über und dann kommen sie im Frühjahr wieder rein. Ja, das war's. So, das war Nummer eins. Ja. Weiter geht's in Richtung Broda. Der Wind hat aufgefrischt, die Wellen werden höher. Hier warten weitere vier Bojen darauf, eingesammelt zu werden. Nahe der Bojenstandorte beträgt die Wassertiefe schnell nur 50 cm. Zu flach für das Boot. Für Andrea wird es nun ein weiter Weg zum Strand. Eine Planänderung wird nötig, denn der Wellengang garantiert trotz Warthose keine trockene Kleidung mehr. Doch die Windrichtung stimmt. So werden nun nur noch die Gewichte geborgen. Angetrieben vom Wind machen sich die Bojen eigenständig auf in Richtung Strand. Nach und nach treiben auch die letzten Bojen ans Ufer. Nun müssen die Gewichte von Bord. Dann ist auch diese Badestelle abgebaut. Die Bojen werden jetzt an Land gebracht, die Gewichte, die Ketten und mein Kollege steht schon da mit dem großen Kercher. Das wird alles abgekerchert, schön sauber gemacht und dann werden sie hier eingelagert, damit wir sie im Frühjahr wieder so wieder rausnehmen können und reinsetzen. Noch warten vier weitere Bojen am Augusterbad als letzte Spuren der diesjährigen Saison. Je nach Witterung werden sie Ende März, Anfang April an ihre Standorte zurückkehren und den Beginn der neuen Saison einläuten. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Frische Produkte in Bioqualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu, zu sehen täglich. Hier auf Neu1, das Neuwoges-Magazin.
Hier bei uns auf dem Neubrandenburger RWN-Gelände sind wir mit unserem Sender umgeben, sowohl von Unternehmen als auch von Kunstschaffenden. Ein direkter, kreativer Nachbar möchte jetzt im Oktober auch Sie hierher zu sich einladen. Ich gehe da ohne irgendwelche Ideen und sonstiges ran. Ich stelle mich vor diese leere Leinwand, gehe meistens kurz in mich, versuche irgendwie die Umgebung in mich aufzunehmen vom Prinzip, egal ob es Musik ist oder die Leute oder die Stimmung an sich. Und dann dieser Ausbruch, der dann direkt halt stattfindet, sage ich mal, ne? Dieser kreative Prozess, der dann einfach instinktiv losgeht und innerhalb kürzester Zeit auch abgearbeitet ist. Ne? Bei dieser Art von Malen ist es einfach wirklich der Moment, der zählt. Als Künstler hat sich Tom Wollenberg inzwischen auch überregional einen Namen gemacht. Begonnen im impressionistischen Malstil, fühlt er sich heute eher im Expressionismus zu Hause. Erinnerungsfragmente nennt er seine Themen, die sich auf der Leinwand zum Motiv entwickeln. Manche dieser Bilder entstehen über Jahre hinweg. Beim sogenannten Live-Painting hingegen dauert es nur Stunden, bis ein Werk vollendet ist. An den kommenden Wochenenden kann man ihm beim Malen über die Schulter schauen. Unter dem Motto Kunst heute lädt er zum Live-Painting mit Rahmenprogramm ein. Wir haben ein wenig Musik vorbereitet. Ich habe Freunde angefragt, ob sie bei mir ein bisschen musizieren wollen. Da wird es eine Band geben, da wird es ein bisschen Elektromusik geben. Die Zeit wird hoffentlich mit schöner Musik gefüllt sein, sodass die Stimmung auch von daher kommt. Ja, genau. Live-Painting mit musikalischer Untermalung. An den Wochenenden vom 1. bis 3. Oktober und vom 8. bis 9. Oktober zwischen 15 und 20 Uhr in der Nemerower Straße Halle 7 auf dem RWN-Gelände. Das Wetter auf Neu1 wird Ihnen präsentiert von der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft Neuwoba. Das Wetter auf Neu1 wurde Ihnen präsentiert von der Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft Neuwoba. Das war unser Neu1-Journal, das heißt noch nicht ganz. Gleich im Anschluss nehmen wir Sie noch mit in die Welt der arabischen Naturheilmassage. Vorher möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heilung durch die Kräfte der Natur. Dies praktiziert Sala Emkisaf in seiner Praxis für arabische Naturheilmassage erfolgreich bereits seit vielen Jahren. Ich bin Heiler ab Kinderzeit. Das ist unsere Tradition. Das ist mein Vater und mein Opa und das ist in meiner Familie. Seit Jahrhunderten wird das umfangreiche Wissen um die Kisaf-Methode in der Familie weitergegeben. Die heilende Kraft der Hände stellt die Harmonie im Körper wieder her und aktiviert die Selbstheilungskräfte. Die Anwendungsgebiete sind groß. Die Patientin muss immer mitarbeiten. Mit Essen, mit Trinken, mit Bewegung, mit Übung, mit was ist mit Schlafen, was ist mit welcher Tee trinken. Ich habe
gemacht einen Tee, mache die Steine in der Galle oder in die Niere und so. In 2 Wochen ist weg. Täglich neu stellt das Team der Praxis, bestehend aus Sala im Kisaf und seinen Söhnen Nava und Navares, einen wohlschmeckenden Tee aus verschiedenen Kräutern zusammen. Die gemeinsame Einnahme des Tees mit Patienten und Gästen gehört bei Kisaf zum guten Ton. Sie ist außerdem die Einstimmung in den Prozess der Heilung und unterstützt diese. Denn der Tee wirkt reinigend und gibt neue Kraft. Schon im Kindesalter lernen die jungen Kisafs das Handwerk der Familie. Auch die Söhne Salas unterstützen ihren Vater bereits im Praxisalltag. Sie sind überzeugt von den Kräften der Selbstheilung und wissen um ihre Vorteile. Weil das liegt bei uns in der Familie seit Generationen. Das ist auch so ein Teil von Schulmedizin. Okay, aber wir machen das auf unsere Art anderes. Also nicht nur Massage, nicht nur Punkte drücken, nicht nur Nerven auslösen. Selbst Krankheiten und Beschwerden, bei denen die Schulmedizin nur unzureichende oder keine Behandlung anbietet, nimmt sich die Praxis an. So nehmen auch Patienten teils weite Anreisen auf sich, um bei Kisaf Heilung zu finden. Ich habe seit ca. 10 Jahren MS, und zwar die schubförmige Version. Das bedeutet, man bekommt halt einen Schub. In der Regel geht der fast rückstandslos wieder weg und dann hat man erstmal eine ganze Weile wieder Ruhe. Und manchmal ist es halt so, dass eben in bestimmten Situationen die Schulmedizin nicht weiter weiß. Und gerade auch jetzt war es halt wieder so gewesen, dass ich halt einen Schub hatte Anfang des Jahres und die Schulmedizin mir nicht wirklich weiterhelfen konnte. Und ich halt wirklich Huckepack hier reingetragen wurde und bin heute zur 5. Behandlung hier. Und wie Sie sehen, ich stehe auf meinen Beinen, der Rollstuhl steht wieder in der Ecke und ich bin einfach nur glücklich. Voller Dankesworte sind auch die zahlreichen Briefe glücklicher Patienten, denen Sala M. Kisaf in den letzten Jahren helfen konnte. Deine Beine hochmachen. Jawohl. Noch und zurück. Du kannst erzählen, was deine Mutter hat und wann. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall am 1.6.2020. Seitdem kann sie nicht mehr sprechen und ist halbseitengelähmt auf der rechten Seite. Das heißt, der Arm und auch das Bein war bis vor ein paar Sekunden nicht mehr beweglich. Und was die Ärzte hat gesagt? Sie wird nie wieder sprechen können und auch nicht mehr laufen können. Wie heißt deine Krankheit? Wie heißt das? MDC1A, kongenitale vorgeburtliche angeborene Muskeldystrophie. Guck mal, die linke, jetzt kommt diese, die schwere linke vorher. Jetzt kommt alles. Guck mal, ja, wie die Reste jetzt, ja. Das ist wunderbar, ja. Wunderbar, ja. Das ist wunderbar, wunderbar, ja. Wie lange sind Sie keine Bewegung? 41 Jahre. 41 Jahre. Warum? Was hatten Sie vorher? Skiunfall. Ah, Skiunfall, aha. Also mit den großen Zähnen. Mit den großen Zähnen, ja, ja, klar. Und jetzt ist es nach 41 Jahren erst einmal ja, bewegt. Ja, bitteschön. Ja.